Hostel, der Rasen ist schon drin, es sind nur noch rund 24 Stunden, ja, es kribbelt schon, jedenfalls bei mir, wie es bei Ihnen? Ja, also Nervosität steigt und Kribbeln beinhaltet das auch. Ich freue mich auf das Derby. Es ist natürlich ein wichtiges Spiel und man wird mit jeder Stunde, die da abläuft zu Beginn des Spiels, wird man ein Ticken nervöser. Wie ist es bei Ihnen persönlich gelaufen? Thema SMS, Kartenwünsche oder auf dem Weg zum Bäcker nochmal dreimal auf die Schulter geklopft bekommen, das Ding müsst ihr gewinnen? Ja, genau so in der Art und Weise. Also es war schon ein Wahnsinn, aber hinten dran steht ja auch noch das Spiel gegen Istanbul. Also von dem her sind die Wünsche extrem groß gewesen und extrem viel Nachfragen, gar keine Frage. Ja, wenn Sie Istanbul erwähnen, kann man dieses Spiel am Samstag komplett ohne das am Dienstag denken? Ja, absolut. Ich denke, das Spiel hier gegen Dortmund ist für jeden Spieler oder für den Verein, für die Fans was ganz, ganz Besonderes. Und da liegt auch der Fokus von jedem einzelnen Spieler. Und wenn wir das Spiel gespielt haben, dann konzentrieren wir uns auf Galatasaray. Wenn wir uns an die Hinrunde erinnern und an dieses Glücksgefühl danach. Das war wirklich ein schönes Gefühl. Das war in dem Jahr davor haben wir zweimal keine Chance gehabt, verdient verloren und es war auch nicht zu erwarten im Hinspiel, dass wir das Derby gewinnen und wir haben da wirklich überzeugend gespielt, verdient gewonnen, gutes Spiel abgeliefert und es war ein toller Moment für uns alle, ich denke auch insbesondere für unsere Fans. Das haben sie sich auch verdient nach den Pleiten davor und es war ein schönes Glücksgefühl. Wie haben Sie das Hinspiel erlebt? Ja, im Fernseher oder ich glaube, ich habe sogar selbst gespielt. Sogar einen Tag danach habe ich gegen Dortmund dann auch gespielt mit meiner U17. Das haben wir auch gewonnen. Und da kam eine Aussage, ich glaube, von Klopp, der da kurz zugeguckt hat, hat gesagt, er kann es nicht mehr sehen. Schon wieder gewinnt Schalke. Ja, wenn es ähnlich abläuft wie im Hinspiel, hätte ich nichts dagegen. Ich glaube, da haben wir eines unserer besten Saisonspiele gemacht. Wir haben wirklich ein riesiges Spiel gemacht, haben auch absolut verdient gewonnen. Und wenn wir das hier vor heimischem Publikum nochmal ähnlich wiederholen können, dann wäre das natürlich ein Riesending für uns. Ja, Dortmund ist natürlich ja, das Spiel für uns alle. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass wir bei den Dortmundern gewonnen haben, 2-1, mit einer sehr kämpferischen Leistung, mit einer sehr guten Leistung, mannschaftlich geschlossenen Leistung. Und auf das wird es auch diesmal wieder ankommen. Diese Chance, Geschichte zu schreiben, wie bringt man denen das nahe? Ich denke, das braucht man den Spielern nicht nahebringen. Wer in dem Spiel nicht weiß, um was es geht und dass es für beide Mannschaften ein sehr prestigereiches Duell ist, ich glaube, da muss man die Spieler nicht noch extra motivieren oder extra Dinge machen, um dass sie die Ernsthaftigkeit dieses Spiels wissen. Muss man Michel Bastos noch ein bisschen scharf machen? Ich denke, der wird das dann schon merken, wenn es zum Aufwärmen geht und wenn auch schon vorher, wenn der Trainer die Ansprache hält. Wird er schon sehen, worum es geht und die Fans tragen ja dann den Rest dazu bei. Prinzipiell ist Derbyzeit Anreiz genug, um wirklich alles aus sich rauszuholen. Natürlich auch für das ganze Umfeld hier, für den Verein, für die Fans hier alles rauszuholen. Ja, man muss natürlich die Fans mitnehmen im eigenen Stadion. Die sind auch alle heiß auf das Spiel. Darf aber auch nicht zu überdreht sein. Man muss sich schon auf das Spiel konzentrieren und ich denke, ja, dafür haben wir die Qualität und die Erfahrung auch in der Mannschaft, dass wir da wieder ein gutes Spiel zeigen können. Dortmund hat natürlich jetzt auch in der Champions League gezeigt, dass sie eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft haben, dass sie spielerisch sehr gut drauf sind und dass sie für viele Tore gut sind und wie wir auch schon da erfolgreich waren, ganz einfach mit einer sehr geschlossenen mannschaftlichen Leistung, mit sehr viel Mut auch dann nach vorne und wir haben endlich den 12. Mann im Rücken und auf den können wir uns immer verlassen.